Erneut heiße ich euch willkommen von der Kinzigtalbahn, dieses Mal vom Flixtrain, der in der Deluxe Edition mitgeliefert wird oder als eigenständiges Lok-DLC zu erwerben ist für den TSW 5. Wir sind unterwegs im Flixtrain, hier ganz normal im Fahrplan. Der Zugverband besteht aus einer Vectron-Lokomotive der Baureihe 193 von Siemens und 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7 Personenwagen, die hinten rangereiht sind. Gucken wir uns gleich alles im Detail und in Ruhe an. Ich würde sagen, wir kümmern uns aber erstmal darum, dass wir das Ganze hier mal fahrbereit machen. Das heißt also die Lok aufrüsten und dann geht's los. Wir stehen hier in Frankfurt am Main Süd und fahren nach Fulda, weil ich mir dachte, jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal in die andere Richtung fahren. Unser erstes Video mit dem ICE, mit dem ICET, ich blende es oben rechts nochmal ein, war ja von Fulda nach Frankfurt und jetzt geht's in die andere Richtung. Dazu rüsten wir einmal den Führerstand auf, machen die Türen auf und haben 2 Minuten zur Abfahrt. Das heißt also, wir können mal aussteigen und uns mal ein bisschen umgucken. Genau, das hier sind die Personenwagen, auch wirklich schön gemacht hier, das 3D-Modell, das passt sehr, sehr gut. Das sieht auch übrigens in Dunkelheit sehr schön aus. Vielleicht können wir uns das eben mal in Dunkelheit angucken. Wir können ja, wir haben ja hier den Fotomodus, ne? Und da können wir ja Folgendes machen. Also erstmal würde ich kurz wieder rauszoomen, so, dass wir auch ein bisschen mehr sehen. Und dann, wenn wir hier mal tatsächlich einfach mal die Uhrzeit auf abends stellen, dann sehen wir auch richtig schön. So, jetzt richtet sich die Kamera gerade aus. Genau, jetzt ist es angepasst. Das sieht schon sehr, sehr moody aus. Ne? Also schon sehr stimmungsvoll. Mir gefällt das auf jeden Fall sehr. So, jetzt sind wir wieder am Tag angekommen. Hier die Personenwagen von innen. Das, der Wagen 100 wird übrigens mitgeliefert. Wagen 100, das ist der Wagen mit dem Serviceabteil. Das heißt also, wir haben 2 verschiedene Wagentypen, die mitgeliefert werden. Das müsste dieser Wagen sein, genau, mit dem Serviceabteil da drin. Allerdings ist das nicht begehbar in diesem Sinne. Genau, aber es hat eben besagtes Serviceabteil noch mit verbaut. Genau, wir sehen es hier, Wagen 100. Und dann gehen wir wieder zurück in den Führerstand, denn wir müssen gleich los. Das sieht auch cool aus, oder? Verrückt. Und wir fahren nach Berlin. Ups. So, ich wollte nur die Tür zumachen. PZB und LZB an. Die Türen können wir schon mal schließen. Dann gehen wir in die Funktionen. E-Bremskraft erhöhen wir uns auf 240 kN. PZB-Modus O, Bremsart R, Zugbeleuchtung an. Auch wenn sie, glaube ich, schon an ist. SIFA lassen wir heute aus. Und dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Zugsammelschiene ist an. Lichter sind an. Schauen einmal kurz, ob die Türen alle zu sind. Das sieht doch sehr gut aus. Dann können wir losfahren. Beziehungsweise wir gehen noch ganz kurz in die Quickbar hinein und machen uns noch die AFB an. AFB. AFB. Entschuldigt, kleiner Nieser. Allergien. Und auf geht's. Ganz normal hier im Fahrplanmodus sind wir heute unterwegs. Und für uns geht's raus mit 80 km/h. Zugbeeinflussung. Auch schön die S-Bahnen, die hier noch aufgereiht sind. Also hier ist ordentlich was los auf der Strecke. Ab hier gelten die 80. Das können wir auf der AFB schon mal einstellen, bestätigen und Leistung aufschalten.
So. Hm? Warum klappt das nicht? Ah, jetzt. So, Frankfurt am Main, Hauptbahnhof liegt da hinten. Und 146 mit Dostos fährt auch an uns vorbei. Wir dürfen 140 fahren. Ja, so, eine Sache, die wichtig ist, relativ zu Beginn des Videos zu erwähnen, ist die Tatsache, dass ich das Video hier ein paar Tage vor Release aufnehme. Das heißt, um es konkret mal zu sagen, ihr wisst ja, ich bin ja der gläserne YouTuber, heute ist für mich gerade der 8. September, das heißt also, es sind 4 Tage vor Release. Was also auch heißt, dass es eventuell noch bestimmte Dinge gibt, die sich zum Release, zum 12. oder zum 17. dann ändern werden. Auch wenn ihr das Video hier am 2. Tag nach Veröffentlichung des Early Access seht, kann es sein, dass sich trotzdem irgendwie was geändert hat, weil, wie gesagt, das Video ist etwas vorab aufgenommen, einfach nur, damit in den ersten Tagen auch tatsächlich etwas vorzeigbar ist. Aber das Video heute ist im Grunde genommen auch das letzte, das vorab aufgenommen ist. Alle anderen Videos, die jetzt folgen werden, sind in diesem Sinne auch mit der Early Access Version oder der Vollversion dann aufgenommen. So, 110 waren angekündigt. Wir machen das mal nur mit der dynamischen Bremse. Das hat doch hervorragend geklappt. Dann stellen wir noch den AFB-Hebel nach hinten auf die 110. Bestätigen. Und schalten wieder Leistung auf. Ab hier gelten die 110. Eine Sache, die auch wichtig ist, wenn ihr bei eurer allerersten Fahrt eine grottenschlechte Performance habt, dann ist das normal. Die hatte ich tatsächlich auch. Ich hatte ursprünglich diese Fahrt aufgenommen und dann habe ich das aber abgebrochen, weil das ist halt so eine TSW-typische Sache. Bei der ersten Fahrt ist die Performance tatsächlich super schlecht. Und dann, wenn aber praktisch einmal die komplette Strecke abgefahren worden ist, ist dann die nächste Fahrt performancetechnisch vollkommen fein. Ja, also ihr seht es jetzt, ich habe jetzt stabile 30, 40 Frames per Second, 37. Also es geht selten in dem Bereich unter 30. Ja, wir sehen es in der Regel so 40, 41. Da war es kurz mal rot. Also prinzipiell, ne, bei der ersten Fahrt, das ist noch nicht die eigentliche Leistung der Strecke, sondern im Grunde genommen lasst den Zug einmal im Grunde genommen von alleine mal durchfahren durch die Strecke und dann könnt ihr erst ab der zweiten Fahrt so richtig das Ganze genießen. So war es bei mir auf jeden Fall. So, da links steht noch ein DB-Vectron. Ne, gar nicht. Doch, ja. Einmal kurz in die andere Dimension hineingebeamt. Und da ziehen wir vorbei. So, wir dürfen sogar 160 fahren. Unsere Wagen dürfen 200 km/h fahren, auf 200 sind die zugelassen. Ehemalige Interregio-Wagen.
Auch hier einer meiner Lieblingsabschnitte, dieser dreigleisige Abschnitt, wo wir dann mittig fahren in Richtung Fulda runter. Und links und rechts kommen uns dann die Züge entgegen, wenn wir ein bisschen Glück haben. Ich bin auch mal auf die Umsetzung der LZB gespannt, weil ich zumindest mit diesem Vectron noch nicht in der LZB unterwegs war. Das ist ja jetzt das erste Mal. Mal gucken, ob das soweit passt. Es ist irgendwie schön zu sehen, dass wir jetzt endlich eine neue Strecke einfach haben im Simulator. Zwei neue Fahrzeuge. Mit dem ICET und dem Flixtrain. Und ja, den würde ich an sich eigentlich schon als neu ansehen. Also klar, der Vectron an sich ist prinzipiell nicht so dermaßen unterschiedlich vom Railpool Vectron. Auch wenn er einen anderen Dachaufbau hat. Der hat nämlich nur zwei Stromabnehmer hier. Ihr seht es, nur zwei. Weil der nur eine Zulassung in Deutschland und in Schweden hat und ich glaube auch in Österreich. So, das war die Ankündigung auf 130. Oh, nicht, dass ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt kommt. Ah, Glück gehabt. Das war eine Ankündigung auf 100. Nee, 110. Aber danach folgen auch noch die 100. Auch ganz interessant an dieser Stelle, da müssen wir mal kurz in den Kameramodus springen, dass wir hier tatsächlich die Kilometrierung von zwei verschiedenen Strecken haben. Ne? Hier auf der rechten Seite haben wir die Kilometrierung 68,8 für diese Seite und für diese Seite ist das 20,0. Ne? Also für diese beiden Gleise. Das ist also eine andere Strecke. Das können wir uns auch mal in der Karte angucken. Ja, gut. Okay, ich weiß nicht, wo die Strecke hier abgeht. So, das ist die Ankündigung auf 100. Die haben wir schon erreicht. Genau, ne? Also wir haben mit Frankfurt-Fulda jetzt einfach zwei neue Fahrzeuge bekommen. Dahingehend würde ich den Vectron als neu ansehen, weil das Wagenmaterial auch einfach neu ist. Und mit entsprechenden Repaints für die Flixtrain-Wagen, wenn man die zum Beispiel in Interregio-Farben repainten würde, dann würde das jetzt unfassbar gut, zumindest vom Außenmodell her, passen für die linke Rheinstrecke mit der Baureihe 101 zum Beispiel. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die ganzen Repaints, die im Creators Club dann noch kommen werden. Die werden dann natürlich auch, die schönen werden dann natürlich auch vorgestellt. Es sind in der Regel die üblichen 5 bis 10 Verdächtigen, die wirklich sehr, sehr schöne Repaints machen. Und da bin ich schon sehr, sehr gespannt, was da so kommen wird, gerade für die Personenwagen und was sich dann daraus wiederum an Szenarien konzipieren lässt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. So, wir durchfahren jetzt Hanau. Hier mit der S-Bahn. Mit der Regionalbahn. RB49. Noch ein paar Güterwagen. Auch schön, dass wir hier tatsächlich Formsignale rumstehen haben in Hanau.
ne, dass das jetzt auch noch hier mit drin ist. Sehr cool gemacht. So, wir dürfen 110 fahren. Bahnübergang ist unten. Hallo? Der ICE ist da. Sehr schön. Ah, das macht richtig Spaß. Also die Strecke macht richtig Spaß und ich bin auch wirklich sehr auch auf Szenarios gespannt, was da so kommen wird. Also wirklich, da seid ihr als Community dann gefragt, was man dann wiederum aus dieser Strecke noch weitermachen kann. So, an dieser Stelle meldet sich die LZB. Sie legen sowohl die AFB als auch den Fahrschalter komplett nach vorne und lassen die AFB mal in Kombination mit der LZB uns fahren. Wie sehr Interesse hättet ihr an einer Personenmitfahrt in den Flixtrain-Wagen? Wäre das was? So, die LZB wird vermutlich gleich auf 200 km/h umspringen. Andererseits, ja gut, wir haben halt zu erwarten in... Oh, hallo? Schon wieder ein ICE 1. Andererseits haben wir halt zu erwarten in 6 Kilometern. Ah, okay, gut. Also wir beschleunigen doch erstmal auf 200. Und dann schauen wir mal. Was mir auch sehr gefällt, einer der neuen Dinge im TSW ist, dass die Schatten der Gleise tatsächlich ja jetzt komplett hier rendern. Ihr seht's, das passiert nicht gerade erst vor unseren Augen, sondern das passiert schon, also das ist einfach schon da und das ist natürlich sehr, sehr, sehr cool, dass das jetzt mit drin ist. Es hat vorher doch auf jeden Fall sehr gestört. Also ihr seht, hier läuft trotzdem so ein kleiner Übergang mit, was so das Rendern angeht. Das sind allerdings nicht die Schatten von den Gleisen, sondern das sind die Gleisschwellen, die dann umspringen von flachen 2D-Objekt, was sie hier vorne sind, zu einem dreidimensionalen Objekt hier vorne. Ja, also da hat sich bisher nichts getan, aber das hat wohl vielleicht auch Performancegründe. Wir sollen in gut einer halben Stunde in Fulda sein. Also gucken wir mal, dass wir das auch hinbekommen. Auch schön hier, bisschen Wasser. Bisschen Industrie, sieht ein bisschen aus wie so ein Autohof oder so, ne? So ein Verschrottungshof. Hier sind wir durchgefahren durch Langensinnbold. Wisst ihr, was mich am Vectron irgendwie stört? Aber das hat nichts mit dem TSW zu tun, sondern mit der Realität. Wenn man hier nach links und rechts guckt, hat man halt kein Führerstandsfenster, sondern erst da hinten die Tür. Also irgendwie triggert es ein bisschen, oder? Bremseinsatzpunkt erwarten.
Also der Gefahrenleuchten meldet das an, aber solange er nicht blinkt, müssen wir nichts machen. So, jetzt wird die Leistung runtergenommen. Bremskraft wird aufgeschaltet. So, jetzt blinkte kurz der Gefahrenleuchtmelder, aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja, das macht der Zug sehr, sehr, sehr gut. Wir haben tatsächlich Halt zu erwarten. Das sehen wir hier daran, dass hier in diesem Display dort die 000 steht. Das ist die nächste Geschwindigkeit, die zu erwarten ist. In der Distanz, die uns hier angezeigt wird, also in 1400 Metern, haben wir dann diese Geschwindigkeit zu erwarten. Und 000 heißt halt eben Halt zu erwarten. Na, hier ist es jetzt uns auch vorsignalisiert. Das müssen wir jetzt allerdings nicht bestätigen, weil wir in der LZB sind. So. Gefahrenleuchtmelder aus. Ja, Bremskraft wird weiterhin eingesetzt. Und das Signal ist umgesprungen. Tatsächlich ist der Abschnitt vor uns jetzt frei geworden. Das heißt also, die Distanz, die wir überbrücken müssen, was wir halt zu erwarten haben, ist jetzt hochgeschwungen auf 2 Kilometer. Und bis dahin können wir jetzt hochbeschleunigen auf, ja, was auch immer die LZB dann für sinnvoll hält. Irgendwann müssen wir eh wieder runterbremsen. Das heißt also, wir werden jetzt sowieso nicht allzu schnell werden. Ja, also um die 100 km/h. Genau, und hier ist auch schon wieder das Halt zu erwarten. Huch, hier fehlt das LZB-Kabel. Ja, der Linienzugleiter, der fehlt tatsächlich ab hier. Aber wir sind noch in der LZB. Übrigens heute die Fahrt ohne Mods. Weil, wie gesagt, das Ganze ist auf der Vorabversion. Ui, der hat aber schlecht gehalten hier, Kollege. Hat aber wirklich schlecht gehalten. Das müsste die Autobahnüberwerfung sein. Ja. Von 800 Metern halten wir. Gelnhausen vor uns. Ja, vermutlich fahren wir jetzt wohl einem Regionalzug hinterher. Mal gucken, wenn er tatsächlich den Block vor uns frei macht, springt die LZB um, bevor wir anhalten. Das wäre natürlich begrüßenswert, aber aktuell zeigt das Signal Halt. Ja, es scheint sich wohl auch nicht so schnell umzustellen. Und wir halten an. Fahrschalter auf aus und wir kontaktieren mal das Stellwerk. Ja, gut, jetzt dürfen wir fahren.
Und auf geht's. Huch. Was war das? Hallo? Der ICE-1 kommt uns noch entgegen. Wir brauchen aber gar nicht so viel Leistung aufzuschalten, weil wir sowieso wieder Hitze erwarten haben. Auch schön, wie verrostet hier die Handweiche ist, ne? Einmal vorbei an Gielenhausen. Schön. Einmal hier der grüne Pfeil durch Hessen. Ist das noch Hessen? Ja, ne? Müsste eigentlich. Und wieder halt zu erwarten, wen haben wir denn vor uns? Wer trödelt denn da so extremst rum? Bist du das? RB51. Uiuiui. Nach Wächtersbach. Er bewegt sich wieder. Ist das Wächtersbach? Nein, das ist Wirtheim. Hier, Wächtersbach. Gut, ab hier können wir den dann hinter uns lassen. Sehr gut. Bis dahin müssen wir uns leider noch ein bisschen hier rumtrödeln. Liebe Fahrgäste, aufgrund eines Regionalzugs vor uns werden wir ein bisschen langsamer fahren, bis wir ihn überholen können. Danke für Ihr Verständnis. So, LZB-Distanz hat sich wieder erweitert, beziehungsweise die Distanz, bis wir halten müssen. Das heißt also, wir können wieder ein bisschen beschleunigen. Ich nehme mal die Leistung allerdings zurück, damit wir jetzt nicht zu schnell beschleunigen. Bringt ja nichts, dem anderen Zug die ganze Zeit praktisch hinten aufzufahren.
130. Und wir halten wieder an, denn wir haben halt zu erwarten. Gleich kommt aber Wächtersbach und dann können wir auf jeden Fall an der Regionalbahn vorbeiziehen. Nämlich hier, nee, Moment, das ist Wirtheim. Ah, okay, ja. Hier war Wächtersbach. Ja. Dann dauert das noch ein kleines bisschen. Oh, jetzt haben wir schöne Sonnenuntergangsstimmung mittlerweile. Jetzt hier um 17.39 Uhr. Also ich muss ja sagen, ich mag diese Flix-Train-Lackierung, oder? Dieses Grün, das so auf die Schiene gekommen ist. Mal komplett was Neues im Vergleich zu dem Weiß und Rot, das ja lange Zeit den deutschen Schienenverkehr seit Ende der 90er dominiert hat. Ich finde, das ist schon eine schöne Abwechslung. Und da springt das Signal wieder um. Ich meine, haben wir kein Bordrestaurant? Tatsächlich erst vor kurzem gelesen, dass mit der Modernisierung der Flixtrain-Wagen, ich glaube, ungefähr 100 Leute in die Wagen passen. Genau, 100 Plätze. Und damit ist tatsächlich der Flixtrain der Zug im Fernverkehr in Deutschland mit den meisten Sitzplätzen pro Waggon. Denn es gibt keinen Intercity der Deutschen Bahn, keinen ICE der Deutschen Bahn, wo mehr Menschen pro Waggon reinpassen als in einem Flixtrain-Wagen. Also gut, also ich kann es ja irgendwie verstehen. Weil das ist ja, Flixtrain wirbt ja mit extrem günstigen Preisen und die sind auch teilweise wirklich ordentlich günstiger. Also selbst wenn man sie kurzfristig bucht, das ist bei der Deutschen Bahn ja leider oft nicht der Fall. Gerade wenn man kurzfristig bucht. Was ich irgendwie bis heute nicht so ganz verstehe, warum das eigentlich so ist. Auf jeden Fall kann ich dann verstehen, dass sich so günstige Preise nur dadurch letztlich generieren, indem die Auslastung der Züge halt extremst hoch ist. Und das funktioniert, indem man eben mehr Menschen befördert pro Zug. Normalerweise passen in so einen Reisezugwagen, ich glaube, so um die 80 Personen rein, Pi mal Daumen. Je nach Bauart, also um 70 bis 80 Personen, glaube ich. Und wenn man das Ganze aber mal erhöht um 20-30% Kapazität und der Zug dann tatsächlich auch voll ausgelastet ist, dann verstehe ich auch, wie Flixtrain die Tickets zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten kann. Ne? Also das ist dann schon irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist halt einerseits das Interieur der alten Wagen. Das war halt wirklich schön. Ich bin tatsächlich damals, als der Flixtrain recht neu war und noch keine modernisierten Wagen hatte, bin ich damals auch schon damit mal rumgefahren, mal nach Hamburg. Und das war so gemütlich, Leute, ne? Das ist wirklich gar kein Vergleich mehr zu dem Komfort, den man heute hat, denn der ist natürlich deutlich niedriger geworden, auch wenn man dann kein Internet hatte und sonst was. Das Einzige, was ich wirklich schade finde, ist, ne, also ich verstehe dann, dass man so viele Leute dann versucht, in den Wagen reinzubekommen. Huch, hier fehlt die Straße. Deutschland, Classic Deutschland. Also ich verstehe halt eben total, dass man dann so viele Personen in den Wagen reinbekommt. Ist auch irgendwie okay. Ich finde es nur so schade, dass die Sitze so dermaßen ungemütlich sind, tatsächlich. Oh. So, LZB Ende. LZB Ende hat uns hier kurz gegrüßt. Wir mussten das Ganze bestätigen, denn wir werden jetzt gleich rausgeschmissen aus der LZB.
und müssen jetzt wieder auf die Signale gucken. Das müsste jeden Augenblick dann passieren. 150 sind erlaubt gleich. So, jeden Augenblick müsste dann die LZB sich verabschieden. Ich glaube, hier beim Signal, kann das sein? Ja, kurz vor dem Signal. Und jetzt müssen wir, glaube ich, die LZB einmal resetten und dann wieder auf die 150 hochstellen. Oder 140. Und dann müsste das auch schon klappen. 140, die jetzt hier auch vorsignalisiert sind. Genau, wir schalten wieder Leistung auf. Jetzt sind wir wieder auf uns gestellt. Das müsste dann jetzt Wächtersbach sein. Und da vorne, da war der Halunke, der uns hier zurückgehalten hat. Und jetzt können wir aber endlich dran vorbeiziehen. Wir können auch mal jetzt den Zuglängenmesser aktivieren, denn wir dürfen ab hier vorne 140 fahren. Ab hier sogar 150. Und wenn wir jetzt den Zuglängenmesser aktivieren, dann sehen wir, sobald die Zahl hier runtergelaufen ist, sind wir auch an der Tafel vorbeigefahren und können dann entsprechend die Geschwindigkeit auch einstellen. Also Zuglängenmesser zweimal hier auf den Fahrschalter draufdrücken. Aber wir dürfen sogar 160 fahren. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gleich auch nochmal ein Foto machen. Das machen wir gleich, wenn wir in einer Linkskurve drin sind. Also hier vorne zum Beispiel. Ja, hier. Denn dann haben wir schön die Sonne, die von dieser Seite aus drauf scheint. Wobei andererseits finde ich das fast schon schöner. Wieso? Die Schärfentiefe ein bisschen runter. Belichtung ruhig noch ein bisschen hoch, beziehungsweise die Helligkeit hoch. Jawohl, das sieht doch sehr gut aus. Sichtfeld ein bisschen kleiner. Bewegungsunschärfe können wir übrigens auch reinmachen. Na, hallo? So. Dann sehen wir so ein bisschen, also Bewegungsunschärfe, ihr seht das dann hier zum Beispiel. Da sieht das dann so ein bisschen so aus, als sei der Zug halt noch in Bewegung. Da. Jetzt kann man das gut im Hintergrund erkennen, dass das Ganze hier so aussieht, als hätte man das Ganze aus der Fahrt heraus fotografiert, aber das braucht man nicht. Was wir auch machen können, ist natürlich, ich hab das Tutorial schon gezeigt zum Fotomodus, dass wir zum Beispiel den Bewölkungsgrad ein bisschen erhöhen. Jawohl, das gefällt mir noch sehr. Ne? Sagen wir mal so und dann sagen wir, es ist 18 Uhr. Jawohl. Wieso? Und dann auch noch einmal von der Seite. Das sieht doch hervorragend aus.
sind hier gerade vorbeigefahren an Bad Sodensalmünster. Ja, ne, also mittlerweile hat ja bestimmt der eine oder andere von euch entweder TSC5 selbst gespielt oder in jedem Fall schon viele Videos gesehen bei YouTube oder sonst wo. Also vor allen Dingen bei YouTube, würde ich mal behaupten. Da interessiert mich dann jetzt schon, was ist denn jetzt eure Meinung zum TSC5? Ja, okay. Der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Ja, okay. Das war meiner. Ja. Das war der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Wo ist er? Da. Also da, das war dann einfach meine Schuld. 2000 Hertz. Ja, genau. Also das war dann einfach meine Schuld, dass ich nicht schnell genug runtergebremst habe. My bad. Auch schön, wie sich der Zug hier in die Kurve neigt, da rechts, ne? Irgendwie mag ich gerade die Perspektive, die sieht schön aus, ne? Also, was ist gerade passiert? Ich bin einfach zu schnell gefahren. Beziehungsweise ich habe nicht schnell genug abgebremst. Und da war dann auch schon der Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Der hat gesagt, nee, Herr Trains in Play, da sind sie ein bisschen zu schnell drüber gefahren. Wie wäre es, wenn sie mal anhalten? Naja, ja. Na, so ist das. So ist das manchmal. Das funktioniert auch, gar keine Probleme. Fenster geht natürlich auf. Ach, schön, wie unser Zug gerade angeleuchtet wird, ne? Haben wir hier schön in die Kurve reingelegt. Ohne Neigetechnik. Oh, da war, glaube ich, ein Collectible. Ich glaube, das hier ist ein Collectible, ne?
Ich finde dieses Gefühl unfassbar krass von der Neigetechnik, wenn sich der ICE erst um die Kurven neigt, da denkt man wirklich, dass man also gefühlt schon fast fliegt. Ab hier dürfen wir gleich 130 fahren. Wir benutzen den Zuglenkmesser, stellen in der Zeit die 130 schon mal ein und wenn es Tut-Tut macht, dann können wir beschleunigen. So. Ankündigung auf 110. So, diesmal nehmen wir das Führerbremsventil mit hinzu, damit wir bloß nicht von dem Geschwindigkeitsprüfabschnitt abgeschossen werden. Ups, ui. Der Baum war ein bisschen zu nah, da müssen wir einmal. Wer ist denn dafür nochmal zuständig? DB Netz, ne? Müssen wir den. Ne, wobei, die heißen noch gar nicht mehr DB Netz. Haben die nicht einen anderen Namen mittlerweile? DB InfraGo. InfraGo, so heißen die ja mittlerweile. Stimmt, früher DB Netz, heute DB InfraGo. Tja, neuer Name, alte Probleme, ne? Da ist eine Baureihe 114. CET schaut auch noch mal vorbei. Toll. Ich mag ja den ICET sehr. Ist ein echt schöner Zug. Bin schon lange nicht mehr mit einem gefahren. Das letzte Mal über die linke Rheinstrecke. Also in Realität. Was auch schon wieder länger her ist, tatsächlich. Mindestens 2 Jahre oder so. Das B steht sicherlich noch nicht für Berlin, auch wenn wir als Flixtrain heute nach Berlin unterwegs sind. Stuttgart-Berlin, nur auch ordentliche Distanz, ne? Der Flixtrain fährt den Frankfurt am Main Hauptbahnhof nicht an, weil das ja ein Kopfbahnhof ist. Und der Flixtrain ja keinen Steuerwagen hat oder auch keine Multiple Unit ist, also kein Triebzug,
Dementsprechend wird dann Frankfurt am Main Hauptbahnhof ausgelassen. Stattdessen wird in Frankfurt Süd gehalten. Damit eben eine. Ja. Damit eben die Fahrtrichtung nicht geändert werden muss. Dann schalten wir das Licht an. Moment. Machen wir mal. So, das wollte ich. Und. Nee. So, so. Jetzt sehen wir auch mal was. Ist schön. Gefällt mir der Lichtkegel. Gedimmt und das sind die richtigen Fernlichter. Auch schön, dass der Abschnitt hier einfach eingleisig ist, ne? Da ist das Licht am Ende des Tunnels. Und wir stellen wieder die Spitzensignale ein. Denn wir sind ja nicht in Österreich, da wird ja mit Fernlicht gefahren. Wir fahren mit den Spitzensignalen. Da kommt dann jetzt auch wieder das Gegengleis dazu. Also es ist wirklich eine, also landschaftlich schöne Strecke einerseits, auf der anderen Seite haben wir aber auch diese Großstadt mit Frankfurt. Also das ist so ein bisschen echt, also es ist schon krass, wie unterschiedlich diese Strecke im Verlauf wird. Und das finde ich total schön, weil ne, bei Hauptstrecke Rhein-Ruhr fährt man zum Beispiel die ganze Zeit durch diese Großstädte, auch wenn sie im TSW nicht unbedingt so aussehen wie in Realität, leider. Essener Skyline zum Beispiel. Aber hier ist halt wirklich, also einerseits passt eben die Skyline in Frankfurt meines Erachtens sehr, sehr gut. Und auf der anderen Seite haben wir aber diese wirklich sehr, sehr, sehr natürliche Umgebung. Auch etwas hügelige Landschaft um Fulda, beziehungsweise in Richtung Fulda. Und das finde ich, das macht die Strecke richtig, richtig gut. So, da steht auch noch ein Vectron. Oder? Ich glaube schon. Da bin ich dann auch auf eure Repaints gespannt, ne, für den DB-Vectron und den Flixtrain-Vectron. Was da dann so kommt. Ich hoffe, die subben auch automatisch in den Fahrplan hinein. 160 darf ab hier gefahren werden. Wir stellen schon mal die 160 vor ein. Und ja, ungefähr jetzt dürften wir mit dem Zug dann vorbei sein und beschleunigen. Wir sind ja auch ein vergleichsweise kurzer Zug eigentlich mit, was waren es, ich glaube 6 Wagen. Da kommt ein Taurus vorbei, allerdings ohne Spitzenlicht. Ah, hier wird die Performance gerade ein bisschen schwächer. Ja, um die 30. 34, 33.
Und bis Fulda sind es auch nur noch 13 Kilometer. Also schön auch wirklich dieser Streckenabschnitt, wo wir richtig schön schnell fahren können. Genau das macht die Strecke nämlich auch sehr gut, finde ich. Nämlich, dass es einerseits diese Abschnitte gibt, wo wir 160 bis hin sogar 200 km/h fahren können. Und auf der anderen Seite aber auch diese langsamen Abschnitte. So, der Raypool Vectron ist auch natürlich da am Start. Wir haben noch 5 Minuten Zeit für 10 Kilometer. Oh, das dürfte auf jeden Fall noch passen. Kilometer noch in weniger als 4 Minuten. Aktuell müssen wir nicht runter mit der Geschwindigkeit, das heißt also, ich bin da noch guter Dinge. Aber wir müssen jetzt natürlich auch auf die Signale achten, denn sicherlich wird gleich irgendwas in Richtung Langsamfahrt kommen, wenn nicht sogar Richtung Halt erwarten. Das hier finde ich gerade nicht so schön. Das hätte so, ja, so 10, 20 cm in den Boden versenkt werden müssen. ICE1, der uns auch nochmal entgegengekommen ist. LZB? Oh, hallo. Hallo, liebe LZB. Bremst uns doch mal gerne runter. Dann müssen wir das nicht selbst machen. Das ist die Ankündigung für 140. Ich hoffe, die LZB fängt gleich an zu bremsen. Ich nehme schon mal die Leistung selbst raus. Ja, okay. Aber das ist knapp. Knapp auf jeden Fall. Da war die LZB aber wirklich auch sehr auf Kante genäht. Wir haben 100 km/h zu erwarten in 1,6 Kilometern und Fulda in 2 Kilometern.
So, da sind wir auch schon in der Nähe von Fulda. Zugbeeinflussung. Aha. LZB Ende. Zugbeeinflussung. Auch interessant, dass wir LZB für, ja, was dann so gefühlt 1,5 Kilometer jetzt hatten. Da geht noch eine 114 an uns vorbei. Talon 2 steht hier auch rum. Ja, ja, LZB Ende, ich weiß. Ja. Und da ist auch schon der Bahnhof von Fulda. Okay, LZB Ende ist tatsächlich erst am Ende des Bahnsteigs von Fulda, wie es scheint. Und wir halten an mit einer Minute Verspätung. Ja, das ist die Zwangsbremse, die wir hatten zwischendurch, die eine Minute. Sonst wären wir pünktlich. So, wir halten an. Ja, da ist jetzt auch die LZB weg. Türen auf. Jawohl. Und damit verabschiede ich mich ganz herzlich von euch. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid in unserer allerersten kompletten Flixtrain-Fahrt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.